heißt, du hast es noch nicht ausprobiert? Meine Klone, bald ist es soweit. Nicht mehr lang und wir werden die Erde in Besitz nehmen. Und schon bald wird unsere Armee stark genug sein, dass wir die gesamte Galaxie erobern. Doch bevor es soweit ist, müssen wir den Wissenschaftler der Regierung finden. Leider wurdet ihr alle nur chemisch hergestellt, was zur Folge hat, dass ihr euch nach 3 Monaten in eine klebrige Pampe verwandelt. Doch er wird es schaffen, uns eine Maschine zu bauen. Jetzt haltet doch mal kurz die Fresse. Doch er wird es schaffen, uns eine Maschine zu bauen, die es uns ermöglicht, Hunderte, ja gar Tausende von euch zu produzieren, die länger leben können. Und zum Schluss werden wir das gesamte Universum an uns reißen.
Gestern um 23 Uhr wurde eine der wichtigsten Fabriken zur Herstellung von organischen Materialien im Norden von Berlin überfallen. Von dem Täter gibt's keine Spur. Die Polizei hat sich dem noch nicht geäußert. Habicht ist ein gezielter Jäger. Er reagiert in Sekunden. Mit höchster Präzision. Schritte zurück zu mir. Komm. Jetzt schön die Hände hoch. Na, wenn du es unbedingt willst. Wow, wow, chill. Es ist nichts Persönliches. Hände hinter den Kopf. Für wen arbeitest du? Wer hat dich geschickt? Ich frag dich jetzt noch einmal und dann bist du dran. Für wen arbeitest du? So ein Typ auf der Straße hat mir 100er gegeben. Dafür. Dass ich Kameras installiere. Ja, vielleicht klappt es ja nächstes Mal, aber es wird kein nächstes Mal geben. Wie Sie erwartet haben, ist der Plan fehlgeschlagen. Der Agent hat sein Haus in die Luft gejagt. Wir wissen nicht, was er ihm gesagt hat. Ich habe dafür gesorgt, dass keine Spur zu uns führt. Der Agent ist Nebensache. Sorgt dafür, dass die Klonmaschine wieder läuft. Ich kümmere mich sofort darum. Kümmert euch um den Wissenschaftler. Wo bin ich? Hallo? Oh, Scheiße. Fuck! Jetzt kommt König Bernhard. Hallo, Wissenschaftler. Du wurdest hierher gebracht, um meine Klonmaschine zu bauen. Warum? Weil ich die Weltherrschaft an mich reißen möchte und eure Ressourcen verwenden möchte, um die gesamte Galaxie an mich zu reißen. Wachmann, bereite die Werkstatt vor. Was für eine Klonmaschine? Naja, eine Klonmaschine. Eine Maschine, die mich nach meinem Belieben klont. So oft ich will. Was zur Hölle, das mach ich nicht. Bring ihn in die Werkstatt. Er soll anfangen. Thank you.
Identifizierungscode. Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Agent Erhard, einer unserer besten Wissenschaftler, wurde entführt. Jedoch konnten wir seinen Aufenthaltsort durch einen implementierten Chip bestimmen. Hinter ihnen wurde gerade eine Tüte platziert, in der sich ein Handy befindet, wo sich die Koordinaten zum Raumschiff befinden. Dort werden sie einsteigen, dann Autopilot aktivieren und... Halt! Raumschiff? Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass sich der Wissenschaftler auf einem Raumschiff außerhalb unseres Sonnensystems befindet? Ja? Na, dann wissen Sie ja jetzt Bescheid. Das Raumschiff ist mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, welche nur auf Ihre Stimme hört. Der Autopilot wird Sie dann zu dem Raumschiff führen, in dem Sie ihn gefangen halten. Wer hält den Wissenschaftler gefangen? Das geht Sie nichts an. Sie müssen ihn nur lebendig da rausholen. Bleiben Sie unentdeckt. Der Wissenschaftler wird das Raumschiff dann zurückbringen. Viel Glück, Agent Erhard. Die Existenz unseres Universums hängt davon ab. Wir zählen auf Sie. Diese anzugtragenden Sesselfurzer sagen mir nie, worum es geht. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Selbstmordkommandos. Das ist das letzte Mal, dass ich ihre Scheiße aufräume. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Agent Erhard. Willkommen, Agent Erhard. Der Auftrag, den Sie von der Regierung erhalten haben, ist sehr gefährlich. Wir werden außerhalb unseres Sonnensystems fliegen und uns schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wenn Sie bereit sind, sagen Sie ja. Ja. Aktiviere Startbereitschaft. Hinter Ihnen befindet sich ein Luftanzug. Den beim Start bitte anziehen. Drei, zwei, eins, Start! Die Atmosphäre wurde verlassen. Himmel, Arsch und Zwirn! Ich bin im Weltraum! Lichtgeschwindigkeitsantrieb startklar. Na dann auf geht's. Retten wir den Wissenschaftler. Kann ja nicht so schwer sein. Den roten Knopf drücken, um mit Überlichtgeschwindigkeit die Galaxie zu verlassen. Bitte gut festhalten. Oh Mann! Scheiße, ist das schnell! Wir haben die Galaxie jetzt verlassen. Ja, geil. Druck stabil, Sauerstoff konstant. Sie können den Helm jetzt abnehmen. Na endlich! Wurde aber auch langsam mal Zeit. Unter dem Scheißding kann ich eh nicht richtig atmen. Da ist ja im Vakuum mehr Luft. Wir steuern jetzt auf die Andromeda-Galaxie zu. Was genau passiert jetzt? Sie werden nun den Auftrag ausführen, den Sie erhalten haben. Ja, aber wo fliegen wir hin? In eine andere Galaxie. Der Auftrag ist sehr gefährlich und könnte... Halt die Fresse! Auf geht's. Die Route wird berechnet. Turbo Boost wird hochgefahren. Die Flugdauer beträgt 2 Minuten. Also, wie holen wir ihn jetzt da raus?
Kommen wir in das Raumschiff rein? Eindringen zu 80% möglich. Dann machen wir das doch. Der Kurs wird gesetzt. Triebwerke startbereit. Na dann bringen wir die Party mal in Schwung. Turbo Boost wird aktiviert. Oh, verdammt nicht so schnell! Oh. Wir haben die Andromeda-Galaxie erreicht. Bis zum Raumschiff sind es noch 8 Lichtjahre. Na gut. Mein Gott, ich muss mal schiffen. Sie haben eine eingebaute Toilette in Ihrem Anzug. Ach nee, ich glaube, bis zur Erde halte ich es doch noch aus. Oh Mann, hoffentlich reicht die Luft. Sauerstoff zu niedrig. Treibstoff ebenfalls zu niedrig. Reserven sind aufgebraucht. Maximale Überlebenschance bis 5, 4, 3. Mann, warum hab ich mich auf die Scheiße eingelassen? 1. Alles gut. Kleiner Scherz. Alles im grünen Bereich. Wir sind in keiner Art und Weise gefährdet. Mach das nie wieder, verstanden? XD. Wie ich sehe, hast du dich in den letzten Tagen nicht mit der Klonmaschine auseinandergesetzt. Wieso sollte ich auch? Denkst du, ich helfe dir dabei, unsere Galaxie zu erobern? Du bist so bekloppt. Tötet ihn. Der Wissenschaftler hat keinen Nutzen mehr für mich. Kommt, löst den Alarm aus. Dies ist das Raumschiff, in dem der Wissenschaftler gefangen gehalten wird. Wir beginnen nun mit dem Anflug. Heilige Scheiße. Ich wusste nie, dass es sowas wirklich gibt. Hält die Regierung das vor der Menschheit geheim? Korrekt. Ist auch besser so. Anflugsystem wird gestartet. Raumschiff wird gescannt. Anlegen! Feuer! Wissenschaftler identifiziert. Willkommen, Sir. Es freut mich, Sie lebendig zu sehen. Du weißt, wer ich bin, oder? Der Wissenschaftler? Der Wissenschaftler? Haben Sie dir das gesagt? Ich bin Eberhard. Was ist Eberhard für ein Name? Wie heißt du denn? Special Agent Erhard. Willkommen an Bord. Wollen wir kurz Plätze tauschen? Der Wissenschaftler ist entflohen. Schick die Jäger los. Jawohl! Holen wir uns die zwei. Yippie! Ich versuche, den Weg abzuschneiden. Ging doch schnell, oder?
Wie hast du mich eigentlich gefunden? Die Regierung hat dir einen Chip implantiert und die Koordinaten haben mich zu dir geführt. Was zum Fick? Den muss ich sofort raus und verfickte. Ja, wenn's geht, blute nicht mein Raumschiff voll. Das ist mein Raumschiff. Ich hab's gebaut. Ach, scheiß drauf, ich mach das zu Hause. Wer hat dich eigentlich entführt? Und warum? Das ist das Haus. Wir gehen rein. Du kommst mit mir ins Haus. Du gehst nach hinten und guckst danach. Nicht, dass er uns eine Falle stellt. Mach ich. Versuch diesmal unauffälliger zu sein. Ja, pfeifen. Oh Mann, ich hab gleich gesagt, das ist eine schlechte Idee. Alles sicher. Wir gehen rein und du gehst nach hinten. Klar soweit? Bau da keinen Scheiß. So ein Mist. Ich bin da noch in der Ausbildung. Hey! Hey! Was machst du auf mein Grundstück? Aua! Oh nein, 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 nein. Oh, nicht doch die Axt. Au, nein. Oh. Leg dich nicht mit mir an, klar? Ich hab mal Karate gemacht. Was suchst du in meinem Haus? Tja, so hat es alles angefangen und mit der Zeit wird es immer schlimmer. Seine Leute sind schon dabei, viele Planeten auszubeuten, um Rohstoffe für seine Klonmaschine und seine geplante Raumschiffsflotte zu sammeln. Die Pläne sind, glaube ich, auf der Erde. Und hast du zufällig auch irgendeine Ahnung, wo genau sich die Pläne befinden? Nö. Ich hab sie im Visier. Wir stehen unter Beschuss. Scheiße, wir bekommen Besuch. Vielleicht weiß es einer von denen. Schnell dich an. Nein, einer geht nicht. Egal. Der Feind will uns vernichten. Empfehlung, Ablenkungsmanöver. Volle Kraft! Überlichtgeschwindigkeit nur temporär verfügbar. Ach, passt schon. Wir bewegen uns auf einen Jupiter-ähnlichen Sturmplaneten zu. Oh, wir werden sterben! Gefahrenpotenzial 8 von 10. Vermeiden Sie einen längeren Aufenthalt. Bring uns hier raus! Bin dabei! Atmosphäre wurde verlassen. Verdammt, da sind noch zwei! Im Handschuhfach liegt die Zielbrille und die Steuerung für die Laserkanone. Laserkanone wird ausgefahren. Kontrollsystem aktiviert. Der Feind ist im Visier. Thank you.
Kollisionsobjekt voraus. Oh, fuck, jetzt haben wir ein Problem. Festhalten! Ja, Treffer! Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich gehe jetzt raus und hol ihn mir. Okay. Sesam, öffne dich! Ach du Scheiße! Nee, nee! Schön mitkommen! Und, war schwer? Ach, so ein Wicht doch nicht. Du kommst jetzt erstmal schön mit uns mit. Was wollt ihr? Wo bringt ihr mich hin, ihr Hurensöhne? Verhalt dich friedlich, ansonsten kriegen wir beide ein großes Problem. Ich lass mir doch von einem wie dir nicht den Mund verbieten, du Analritter. Kannst du mal bitte ruhig sein? Was bist du denn, sein verschissenes Schoßhündchen oder was? Ihr zwei Schwachmaten, ihr seid doch zusammen zum Scheißen oder was, ihr verschissenen Arschratten. Ja, wer hat euch denn ins Gehirn gefickt? Alles klar. Zurück zur Erde. Jawohl, Sir. Lichtgeschwindigkeit wird aktiviert. Glaubst du, er wacht wieder auf? Ja, so doll habe ich ihn auch nicht geschlagen. Wo hab ich denn nur meine Manieren gelassen? Fangen wir doch am besten erstmal damit an, uns einander vorzustellen. Ich bin der Erhard, hier drüben haben wir den Eberhard und wir werden uns jetzt mal ein bisschen unterhalten. Und zwar sieht die Sache folgendermaßen aus. Wir werden dir gleich Fragen stellen, die du zu unserer Zufriedenheit beantworten wirst. Und wenn du das nicht tust, dann lernen wir uns kennen. Hast du denn auch einen Namen? König Bernhard. Der verarscht uns doch. Ah, fuck! Noch einmal bitte. Klon 69C. Sehr gut. Da wir jetzt alle wissen, wer hier wer ist, können wir anfangen, die wichtigen Fragen zu stellen. Fällt dir noch eine ein? Nee. Obwohl doch. Wo sind die Pläne? Welche Pläne? Wir stellen die Fragen, du beantwortest die Fragen. Auf ein neues. Wo sind die Pläne für die Klonmaschine? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Habt ihr Probleme? Ja. Ja. So Pläne, Alter. Die Pläne, Alter. Ja, die Pläne, ja, die Pläne. Wo sind denn die verdammten Pläne? Weiß ich doch nicht. In meinem Arsch. Nein, 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 nein. Das war nicht wörtlich gemeint. Na, wo sind sie denn dann? Nein, nein, das sage ich euch nicht. Ah! Ah!
Fickt euch, was macht ihr hier? Es ist Zeit für eine subtilere Methode. Letztes Mal freundlich. Wo sind die Pläne? Lagerhalle. In der Innenstadt. Ihr Wichser. Wenn du uns noch einmal beleidigst, bist du tot. Mistviecher. Ihr kranken Mistschweine! Wenn mich einer betrügt hat, dann schwör ich, mach euch fertig. Redest du mit mir? Yo, niemand redet mit dir. Die Waffe hin. Ich wollte dich nicht töten, wirklich. Das passt mir ganz gut, denn ich hatte auch keine Lust auf dich zu schießen. Was soll ich denn damit? Was soll ich damit? Ich schärf sie! Scheiße!
hoch, hoch! Wo sind die Pläne? Pass mal auf, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wo sind die Pläne? Danke sehr. Gesichert. Ich sicher hier, du suchst die Pläne. Gefunden! Was ist das? Das sind Koordinaten. Denkst du, das sind die Pläne? Ich weiß es nicht, aber wenn nicht, dann ist da bestimmt jemand, der uns zu den Plänen führen kann. Ich habe euch angeheuert, weil ihr die besten Auftragsmörder der ganzen Stadt seid. Ich habe zwei Ziele für euch. Zu einem und Nummer zwei. Tot oder lebendig? Tot. Sieht vielversprechend aus. Morgen! Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir haben Informationen für Ihren Boss. Was denn für Informationen? Wichtige Informationen bezüglich der Klonmaschine. Moment, das muss ich erst mal klären. Hallo? Guten Tag, Chef. Ich habe hier zwei Herren, die gewisse Informationen über eine Klonmaschine haben. Darf ich die hochschicken? Schick sie hoch. Okay, danke. Wenn ich Sie dann bitten dürfte, den Fahrstuhl zu benutzen, 6. Etage. Sie sind hier. Ruhe! Erledigt euren Job. Welche Etage nochmal? Die 6. Etage, meine Herren. Hast du die Pläne? Nee. Was macht denn der da? Das ist ein Klon. Vielleicht hat er die Pläne. Sind das da die Pläne? Ja. Ja, jetzt hast du nicht mehr so dicke Eier, was? Bitte tut mir nichts. Ich doch nicht. Bereit, die Typen auszuschalten. Sollen wir euch Jungs irgendwo mitnehmen? Nee, passt schon. Das war keine Bitte.
besten Dank. Ich krieg euch! Ich töte euch! Wahrscheinlich. Träum weiter. Die haben uns im Auge. Die beobachten uns wahrscheinlich jederzeit. Quatsch, wie wollen die das denn machen? Die haben ein riesiges Raumschiff. Das sieht aus wie aus so einem Science-Fiction-Film, ja? Und jetzt frag mich nochmal. Na schön. Ich rufe jetzt mal den Penner an und überbringe ihm die Nachricht, dass sein Plan fehlgeschlagen ist. Mhm. Ja? Vermisst du was? Wer bist du? Ich bin der Typ, der den Tag vermisst. Und neben mir steht der Wissenschaftler mit den Plänen für deine Klonmaschine. Wo seid ihr? Das wüsstest du wohl gerne. Was wollt ihr? Wollt ihr Geld? Ja, Geld wollen wir natürlich auch, aber eigentlich was anderes. Und zwar? Wir wollen, dass du dich aus unserer Galaxie verpisst und deine Scheiße auf irgendwelchen anderen Planeten abziehst. Jetzt trommel ich mein altes Team zusammen und danach beenden wir das hier. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber ich hab da richtig Bock drauf. Die haben mich 3 Tage kopfüber hängen lassen. Der Auftrag lautete, rette den Wissenschaftler. Aber jetzt sind wir alle darin verwickelt. Also beenden wir das auch und holen uns diesen König Bernhard. Agent Klaus, sichern Sie das Waldstück vor uns. Jawohl! Was machen wir jetzt so? Wir locken den Klonführer jetzt in einen Hinterhalt. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich weiß von einem Lager, wo König Bernhard die Chemikalien hamstert, um seine Klonarmee weiter auszubauen. Genau da schlagen wir zu. Ist ja alles schön und gut, aber woher weißt du davon? Ich habe aus dem Büro Pläne von dem Lager geklaut. Perfekt. Ich lasse doch nicht zu, dass diese Bastarde unsere Galaxie an sich reißen. König Bernhard gibt uns immer solche Drecksaufgaben. Ich meine, Chemikalien sammeln? Ja. Mhm. Wir kümmern uns drum, kein Problem. Holt mir einen Kaffee! Und zack, da hat er mir direkt das Gehalt gekürzt. Ich sag's dir, das ist so eine beschissene Abzocke. Ich konnte meine Maske schon seit 3 Tagen nicht mehr waschen, weil ich die Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. Wucher, einfach nur Wucher. Was war denn das? Was ist denn da los? Agent Klaus, Position 1. Agent Detlef, Position 2. Agent Günther, Position 3. Los, los, los. Na dann los. Eindringling, Eindringling! Mach sie fertig! Ach du Scheiße! Schneid sie alle ab! Schneid sie alle ab! Feuert auf den Wissenschaftler! Alarmiert König Bernhard! Sie sind hier! Sie sind hier! Zu viel Liebes hinter! Sie wollen vorrücken! Ah! Ich denke!
Bleib bei mir, Kumpel. Ich hol Hilfe. Ich hol Hilfe. Bleib bei mir, mein Freund. Stirb mir nicht weg. Ihr müsst das ohne mich schaffen. Ihr müsst das ohne mich schaffen. Erlöse mich. Bitte. Es war mir eine Ehre. Mir auch, mein Freund. Das war doch fast schon zu einfach, oder? Ja, aber... Oh, mein Arsch! Oh, oh! Oh, verdammt, ich noch einmal! So eine Scheiße! Auf diesem Berg beenden wir unseren Plan. Und wenn wir oben sind, habe ich eine Überraschung für den, der uns verfolgt. Ey! Was willst du jetzt machen? Bleib lieber unten! Die zwei sind bei meinen Koordinaten. Ich hole sie mir. Oh, Mann, sind das viele Treppen hier. Erhard und der Wissenschaftler ist auch dabei. Wie passend. König Bernhard, schön dich wiederzusehen. Jetzt hör mal zu, du kriegst deine Kackpläne wieder, wenn du unsere Galaxie verlässt. Und du kommst mit mir und baust sie fertig. Genau, und da wären wir schon beim Thema. Also ich komme nicht mit und du kannst die ganze Klonmaschine einfach selber zusammenbauen. Wie wär's damit? Genau, dann bleibt das Ganze ja auch friedlich. Nein! Und der Wissenschaftler kommt mit mir. Und ich werde das ganze Universum an mich reißen.
Tötet sie alle! Keine Gnade! Agent Klaus, ich wusste, auf sie ist Verlass. Vorsicht! Schließ dich uns an! Gemeinsam können wir die gesamte Galaxie beherrschen! Niemals! Meinen Kameraden getötet. Und jetzt werde ich dich töten. Arschloch. Das ist deine letzte Chance. Schließ dich uns an. Oder stirb. Lieber sterbe ich, als mich euch anzuschließen. Was für eine Scheiße. Warte kurz. Wir haben es geschafft. Die Welt ist sicher und ich endlich in Rente. Daraus müsste man eigentlich einen Film machen. Eberhard und Erhard, der letzte Auftrag. Ich glaube kaum, dass sich das jemand angucken will. Zwei Irre, die mit einem Auto durchs Weltall fliegen und den Planeten retten?